So, guten Tag nochmals oder guten Morgen um 8:10 Uhr. Wir haben das letzte Mal das Thema asymptotische Komplexität, das letzte und das vorletzte Mal dieses Thema systematisch zum ersten Mal hier betrachtet. Das werden wir jetzt gleich abschließen, indem wir noch mal kurz in die Wiki-Seite dazu hineinschauen. Und damit haben wir dann das gesamte methodische Gerüst, die Grundlagen, die wir dann auch brauchen, um dann weiter mit Algorithmen und Datenstrukturen weiterzumachen. Wir werden diese methodischen Grundlagen, einerseits Korrektheit, andererseits asymptotische Komplexität, immer wieder verwenden. Ich werde Sie immer wieder damit natürlicherweise konfrontieren, aber wir werden danach dann im Wesentlichen uns beschäftigen, dann wirklich mit Algorithmen und Datenstrukturen, wie wir es teilweise ja bisher sortieren, beispielsweise String Matching, wie wir es bisher auch gemacht haben. Aber ein bisschen müssen wir noch hier bei der ganzen Sache konzeptionell, methodisch denken. Wir haben beim letzten Mal schon gesagt, asymptotische Komplexität von Algorithmen ist nicht dasselbe wie die Laufzeit eines Algorithmus. Sie können die Laufzeit messen, beispielsweise indem Sie vom Anfang, von dem Moment an, wo der Algorithmus beginnt zu laufen auf Ihrer Plattform, bis zu dem Moment, wo er fertig ist mit Return, das Ergebnis liefert. Da können Sie einfach die normale Zeit messen oder die CPU-Zeit, die dieser Algorithmus verbraucht hat, aber diese normale CPU-Zeit hängt von vielen, vielen Unwägbarkeiten ab. Und wenn wir zu einem Versuch kommen wollen, mathematisch daran zu gehen, dann müssen wir von diesen Unwägbarkeiten abstrahieren, verlieren dadurch etwas natürlich, aber gewinnen dadurch die Möglichkeit, die großen Unterschiede zwischen Algorithmen. Ich habe immer wieder das Beispiel Bubble Sort, Selection Sort, quadratischer Aufwand gegen Merge Sort, n log n Aufwand genannt. Diese großen Unterschiede, die genauer ins Auge zu fassen, zu verstehen und auch für Entscheidungen, was für Algorithmen man jetzt eigentlich verwenden will, eben zugrunde zu legen. Deshalb betrachten wir die asymptotische Komplexität, bei der wir von konstanten multiplikativen Faktoren abstrahieren, bei denen uns nur interessiert, die Laufzeit proportional zu welcher mathematischen Funktion ist diese Laufzeit. Aber das, was wir da bisher gemacht haben, was ich bisher beim Sortieren oder beim String Matching immer so nebenher angesprochen habe, das müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen fundieren, und damit sind wir dann mit der Fundierung, mit der Methodik asymptotische Komplexität fertig. Ich will Ihnen versuchen, das, was hier steht, zu übersetzen in die Beispiele, die Sie schon aus der Vorlesung, in der Vorlesung hier kennengelernt haben. String Matching und Sortieren. Eine Auswahl von charakterisierenden Parametern, die die Eingabe eines Algorithmus in einem algorithmischen Problem charakterisieren. Das ist etwa typischerweise beim Sortierproblem ist die wichtigste Eingabe nein, es ist etwas früher morgen, ne? Die Länge der Sequenz. Genau davon haben wir uns immer das haben wir hergenommen, um die Laufzeit, die asymptotische Komplexität der Sortieralgorithmen zu charakterisieren. N Quadrat versus N log n, n die Länge der Sequenz, ist nicht ganz scharf gewesen, denn wir sind dabei stillschweigend immer davon ausgegangen, dass der Vergleich, der da durchgeführt wird, dass dieser Vergleich immer die konstanten Aufwand kostet. Ja, wenn Sie zwei ganze Zahlen immer, wenn Sie eine Sequenz von ganzen Zahlen vergleichen wollen oder von reellen Zahlen, von Double, ist das natürlich gewährleistet. Ja, das ist eine konstante Anzahl von Instruktionen, die
bei einem Vergleich zweier reellen Zahlen auszuführen ist. Auch wenn diese beiden reellen Zahlen in Objekte der Klasse Double mit Groß D oder die zwei ganzen Zahlen in zwei Objekte der Klasse Integer, wie wir das gesehen haben, eingewrappt sind, auch dann ist es eine konstante Anzahl von Operationen, diese Zahlen aus den Objekten heraus zu extrahieren und dann mit den normalen eingebauten Operatoren zu vergleichen. Aber das Ganze sieht bei Strings zum Beispiel, die Sie sortieren wollen, schon ganz anders aus. Denn da, wenn Sie zwei Strings miteinander vergleichen wollen, entscheiden wollen, welcher von den beiden lexikografisch vor dem anderen kommt, ja, wenn die beiden Strings 1 Million Zeichen lang sind und sich erst im allerletzten Zeichen unterscheiden, oder sagen wir mal, erst im 600.000. Zeichen unterscheiden, bis dahin sind sie identisch, dann ist das natürlich ein ziemlicher Aufwand, der in der Größenordnung, in der asymptotischen Größenordnung der Länge der Strings liegt. Das heißt also, das, was wir gesagt haben, hier, Merge Sort hat Aufwand n log n, müsste man noch erweitern darum, dass man sagt, n log n mal dem Aufwand, den es kostet, einen einzelnen Vergleich durchzuführen. Das finden Sie auch im Wiki so, da finden Sie noch n log n multipliziert mit einem Ausdruck t von n, der ausdrückt, wie viel Laufzeit in Abhängigkeit der, oder mal t, nicht in Abhängigkeit von n, wie viel Laufzeit es kostet, einen einzelnen Vergleich durchzuführen, der eben bei eingebauten Datentypen ja, mit den eingebauten Vergleichsoperatoren konstant ist. Da haben wir dann n log n für Merge Sort. Bei Strings oder noch oder anderen komplizierteren Datenstrukturen, wo der Vergleich mehr Aufwand kostet, muss man diesen Vergleich eben noch mit dazu rechnen. Und das ist übrigens der Punkt, jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich bei Bucket Sort aufgeschoben habe. Das ist der Punkt, warum Bucket Sort in gewisser Weise für die spezielle Situation, für die Bucket Sort geeignet ist, warum Bucket Sort da besser ist. Was kostet Merge Sort? Der beste Algorithmus, den wir gesehen haben, und was Besseres geht auch asymptotisch gar nicht, das werden wir später im Laufe des Semesters noch sehen, dass besser als Merge Sort asymptotisch nichts geht zum Sortieren, zum allgemeinen Sortieren, basierend auf paarweisen Vergleichen. Was ist der Aufwand von Merge Sort beim lexikografischen Sortieren von Strings? Da wird man dann schon, weil man nicht vorher weiß, wie die Strings aussehen, weil man nicht vorher weiß, dass es zum Beispiel passieren könnte, dass die Strings alle 1 Million Zeichen oder länger sind und dass sie sich allesamt auf den ersten 500.000 Zeichen nicht unterscheiden, sodass man immer erst beim Vergleich die ersten 500.000 Zeichen durchgehen muss, bis man endlich mal einen Unterschied findet, auf dessen Basis man sagen kann, okay, der eine String ist kleiner als der andere. Da ist der Aufwand, dass, die beste Abschätzung, die man da treffen kann, wenn man nicht weiß, was für Strings das sind, die da kommen, n mal log n, der Aufwand für Merge Sort generell, multipliziert mit der Länge von der Strings. Bei Bucket Sort, ich will nicht nochmal zurückgehen auf Bucket Sort, das können Sie sich für Ihr Verständnis auch selbst anschauen. Was passiert bei Bucket Sort? Sie erinnern sich dunkel. Wir gehen von hinten nach vorne durch, eine Position nach der anderen, mit der allergrößten Position, die überhaupt in irgendeinem String vorkommt, die in den längsten Strings vorkommt, beginnen wir und wir beenden das Ganze mit der ersten Position. Und in jedem einzelnen Durchlauf gehen wir die Zeichen aller entsprechend mindestens so langen Strings durch. Also ich höre Sie hier vorne sehr gut. Die Akustik ist nicht nur vom... Anscheinend hören Sie mich nicht gut. Aber ich glaube, das liegt nicht mehr an der Akustik.
Ich glaube, das liegt an Thema Multitasking. Danke. Was passiert bei Bucket Sort? In jeder Iteration wird sich eine Position angeschaut. Die Zeichen aller Strings, die so mindestens so lang sind, an dieser Position werden sich angeschaut. Das heißt, jedes einzelne Zeichen, jedes einzelnen Strings wird sich genau einmal angeschaut, nämlich in der Iteration, wo diese Position, wo dieses Zeichen in diesem String ist, wo gerade in dieser Iteration diese Position betrachtet wird. Und wenn Sie sich das nochmal genau anschauen, was passiert in dieser Iteration mit diesem String, dieser String wird einfach von irgendwo nach irgendwo mit ein paar Operationen hin und her geschoben. Aus der Liste R' oder aus dem Array A in das passende Bucket. In das passende Bucket und aus dem passenden Bucket dann in der Reihenfolge der Buckets wieder in die Ergebnisliste S'. Also an die Zuhörer des Videos, diese Pause eben hatte den üblichen Grund. So, das heißt also, was ist eigentlich die Komplexität von Bucket Sort? Die Komplexität von Bucket Sort, also pro Zeichen, in jedem einzelnen String, jedes einzelne Zeichen wird einmal in einer Iteration angefasst, indem dieser String ein bisschen hin und her kopiert wird und dieses Zeichen gelesen wird, um zu gucken, in welches Bucket dieser String gehört. Das bedeutet, die Komplexität von Bucket Sort ist asymptotisch die Summe der Längen aller Strings. Die Gesamtzahl aller Zeichen, die überhaupt in diesen Strings vorkommen, was ich ausdrücken kann als die Summe aller Stringlängen. So viel asymptotisch, so viel Komplexität hat Bucket Sort, können Sie sich explizit formuliert im Wiki auch nochmal nachlesen. Auf der Seite zu Bucket Sort, ganz unten. Diesen Punkt hatten wir da ausgelassen. So, jetzt kommen wir wieder zu den charakterisierenden Parametern. Das wäre etwa beim String-Matching, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, was wir als charakterisierende Parameter gewählt haben, ja, Selection, eine willkürliche, aber natürlich nicht unvernünftige, sondern sehr vernünftige Auswahl von Parametern. Nämlich, wir hatten drei Parameter identifiziert, in denen wir auf sinnvolle Art und Weise die asymptotische Komplexität unserer String-Matching-Algorithmen ausdrücken können. Das ist einmal die Länge des großen Strings, in dem gesucht wird, die Länge zum zweiten, die Länge des kleinen Strings, der im großen String gesucht wird, und zum dritten die Größe des Alphabets, weil das Alphabet ja auch nicht festgelegt sein soll, sondern das kann alles mögliche als Alphabet sein. Denken Sie an Unicode mit den 16.000 so und so viel Zeichen, die da möglich sind. So, wir wählen also charakterisierende Parameter aus für die allgemeine Problemstellung sortieren basiert auf Vergleichen, für die wir also Algorithmen wie Bubble Sort, Selection Sort, Merge Sort und Quick Sort gesehen haben. Dafür wären die Parameter die Länge der Sequenz und die Komplexität des Vergleichs zweier Elemente, die zu sortieren sind. Für Bucket Sort war kein Algorithmus für das allgemeine Sortierproblem, sortieren basierend auf paarweisen Vergleichen, sondern war nur ein Algorithmus für ein eingeschränktes Problem, für einen Spezialfall dieses allgemeinen Problems, nämlich der Datentyp, der zu sortieren ist, ist ein String über irgendeinem Alphabet, also so generisch ist es. Und die Vergleichsoperation soll lexikografischer Vergleich sein. Für diesen Fall funktioniert Bucket Sort und der charakterisierende Parameter hier ist die Summe aller Stringlängen. Und in diesem charakterisierenden Parameter hat Bucket Sort linearen Aufwand. Denn mit jedem einzelnen Zeichen, in jedem einzelnen String wird nur konstant viel gemacht.
einfach, dass ein paar Verweise, ein paar Referenzen hin und her geschoben werden, um den String, in dem dieses Zeichen ist, eben wie gesagt, erstmal ins Bucket reinzutun und dann aus dem Bucket wieder in die Ergebnisliste zu tun. So, wir brauchen jetzt hier eine kleine Notation. Das will ich wieder versuchen zu erläutern anhand des String-Matching-Problems. Vielleicht nur ganz kurz, Instanzen, das ist ein anderes Wort, ein gängiges Wort in der Fachliteratur zur Informatik allgemein, nicht nur zu Algorithmen, Datenstrukturen, sondern allgemein. Instanzen sind Eingaben. Eingaben für das algorithmische Problem. Was ist eine Eingabe für das String-Matching-Problem? Bestehend aus einem großen String groß S und einem kleinen String groß D. Das ist eine Eingabe. Das ist eine Instanz. Und diese Menge hier ist eine Menge von Eingaben für dieses algorithmische Problem. Das heißt, bei String-Matching ist diese Menge hier eine Menge von die Menge aller möglichen Eingaben. Nehmen wir mal ganz konkrete Zahlenbeispiele. Charakterisierende Parameter waren die Größe von Groß S, die Größe von Groß D und die Länge des Alphabets. Also K gleich 3. Und nehmen wir mal ein ganz konkretes Zahlenbeispiel. N1, die Größe von dem großen String, Groß S, soll 1.000.000 sein. N2, die Größe des kleinen Strings, soll 1.000 sein. N3, die Größe des Alphabets, sagen wir 26. Ja, da nehme ich einfach klein a bis klein z oder so etwas. Ja, nur ein Zahlenbeispiel. Könnte auch anders sein. Dann ist i n1, n2, n3, also i 1.000.000, 1.000, 26, ist die Menge aller möglichen Eingaben, wo der große String 1.000.000 Zeichen hat. Der kleine String hat 1.000, hatten wir gesagt, hat 1.000 Zeichen. Und das zugrunde liegende Alphabet hat 26 Zeichen. Ja, das zugrunde liegende Alphabet habe ich damit gar nicht festgelegt. Das kann klein a bis klein z sein, groß a bis groß z oder irgendwas anderes, was 26 Zeichen hat. I ist groß I von 1.000.026 ist die Menge aller Eingaben groß S, groß T. Groß S ist 1.000.000 Zeichen lang, groß T ist 1.000 Zeichen lang. Das Alphabet hat 26 Zeichen. So. Warum machen wir das? Weil wir ja die asymptotische Komplexität in diesen charakterisierenden Parametern ausdrücken wollen und müssen. Deshalb ist es sinnvoll, sich für jede Festlegung sich zunächst mal was anzuschauen, für jede Festlegung dieser charakterisierenden Parameter. So, hier ist jetzt die asymptotische Komplexität eines Algorithmus definiert über diese Mengen groß I mit festgehaltenen Parametern. So, diese festgehaltenen Parameter, ja, in diesem Beispiel 1.000.026, erlauben natürlich bei der Laufzeit des Algorithmus noch eine riesengroße Variation. Ja, das war bei dem einfachen String-Matching-Algorithmus so. Es kann im einfachsten, im besten Fall passieren, oder im schnellsten Fall kann es passieren, dass die Kandidatenmenge immer leer ist. Dass wir niemals auch nur ein einziges Mal einen Kandidaten für ein Vorkommen von Groß T in Groß S überhaupt finden. Ja, zum Beispiel, wenn Groß S alles Buchstaben A bis F sind und Groß T sind alles Buchstaben X, Y, Z nur drin, dann wird der einfache String-Matching-Algorithmus ganz schnell durchflutschen, weil er nie auch nur einen einzigen Kandidaten findet. Im anderen Extremfall, stellen Sie sich vor, Groß S besteht nur aus dem Buchstaben A und Groß T besteht auch nur aus dem Buchstaben A. Ja, A, 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 tausendmal, beziehungsweise
eine Million Mal bei Groß S. Das ist der schlimmste Fall, denn da muss der Algorithmus immer 1000 Kandidaten mit rumschleppen, der einfache String-Matching-Algorithmus. Also Sie sehen einen dramatischen Unterschied zwischen, der immer noch möglich ist, obwohl wir diese charakterisierenden Parameter festgesetzt haben, ist es immer noch eine riesen Bandbreite möglich, was die Laufzeit sein kann. Das hatten wir, als wir begonnen haben mit asymptotischer Komplexität, vorletzten Termin, haben wir das am Beispiel String Matching diskutiert. Können Sie da gerne noch mal hineinhören in die vorletzte Aufnahme. So, das heißt, es gibt eine Möglichkeit, das heißt, es gibt noch eine Bandbreite und es macht Sinn, sich anzugucken, was kann im schlimmsten Fall passieren. Die maximale Anzahl von Operationen, die der Algorithmus braucht, bei irgendwelchen Instanzen, die hier vorkommen, eben denken Sie wieder an String Matching, dieser schlechteste Fall, der tatsächlich auch in der Fachsprache schlechtester Fall heißt, Worst Case, der schlechteste anzunehmende Fall. Das ist die maximale Anzahl von Instruktionen, die uns bei irgendeiner Eingabe passieren kann, eben wenn der String groß S und der String groß T in diesem Beispiel beide durchgängig denselben Buchstaben, beide auch denselben Buchstaben umfassen. Das ist der schlechteste Fall. Der beste Fall, Best Case, auch, also alle drei fettgedruckten Begriffe sind Begriffe aus der Literatur, die habe ich mir nicht jetzt einfach so ausgedacht. Der beste Fall ist beim einfachen String-Matching-Algorithmus der Fall, den ich genannt habe, zum Beispiel A bis F, alle Zeichen in Groß S und XYZ, alle Zeichen in Groß D. Es wird niemals ein Kandidat zu speichern und zu betrachten sein. Der Algorithmus flutscht durch und das wäre dieses F-Min, was da passieren kann. Die minimale Anzahl von Operationen, die einem begegnen kann, wenn man irgendwie irgendeine Instanz mit diesen festgehaltenen Parametern wählt. Average Case werden wir hier nicht weiter betrachten. Das ist nur der Vollständigkeit halber hier dabei. Ist etwas, was einen eigentlich oft interessieren würde in der Praxis, aber sehr, sehr schwierig mathematisch zu analysieren. Oh, Average Case ist noch nicht angeklickt. So. Ich will das nur ganz kurz ansprechen hier, aber wir werden das, wie gesagt, hier nicht vertiefen. Nehmen wir mal an das Sortierproblem wieder. Bei Merge Sort haben wir gesagt, die Laufzeit ist n log n. Konnten wir beweisen, dass das im allerschlimmsten Fall n log n ist. Im besten Fall übrigens auch. Also bei Merge-Sort ist ein Beispiel, wo der beste Fall und der schlechteste Fall dieselbe Asymptotik haben. Während das, was wir eben betrachtet haben, einfaches String-Matching-Algorithmus, da klaffen die beiden auseinander. So, wie ist denn das mit Quicksort? Warum heißt denn Quicksort Quicksort, wenn wir da gar kein n log n haben, wie bei Merge-Sort? Sondern wenn Sie sich angucken, im schlechtesten Fall ist Quicksort, hatten wir kurz erwähnt bei Quicksort, im schlechtesten Fall ist Quicksort genauso schlecht wie Bubble Sort und Selection Sort, nämlich wenn immer unbalanciert auseinander die beiden Teilsequenzen, die dann noch weiter rekursiv zu behandeln sind, wenn die sehr unbalanciert sind. Ja, wenn Sie beispielsweise, wenn Sie als Pivotwert immer den allerkleinsten Wert in der Sequenz oder den allergrößten Wert in der Sequenz hernehmen, dann ist eine der beiden Teilsequenzen, die Sie sortieren wollen, leer. Also wenn Sie immer den kleinsten Wert nehmen, ist alles, was kleiner als der Pivotwert ist, leer. Und alles, was größer als der Pivotwert ist, ist eben fast alle Elemente der Sequenz, alle bis auf den Pivotwert. Das heißt also, wenn der Pivotwert immer nur einmal vorkommt, dann wird in jeder Tiefe der Rekursion die zu sortierende Restsequenz immer kleiner, immer nur um 1 kleiner. Und das heißt, wir haben insgesamt quadratischen Aufwand. Also Quicksort hat im schlimmsten Fall quadratischen Aufwand.
Wenn wir es schaffen, immer gut zu balancieren, greift dasselbe Argument wie bei Merge Sort, dass es dann n log n Aufwand hat. Aber es gibt ein interessantes mathematisches Resultat, das wir hier nicht betrachten werden, dass wenn Sie sagen, jede Eingabe kommt gleich wahrscheinlich vor, ja, jede mögliche Sequenz, beispielsweise von ganzen Zahlen, Sie betrachten vielleicht nur ganze Zahlen, jede mögliche Sequenz von ganzen Zahlen kommt mit derselben Wahrscheinlichkeit vor als Eingabe, dann kann man mathematisch beweisen, dass der durchschnittliche Laufzeitaufwand von Quicksort die durchschnittliche Asymptotik n log n ist. Und in der Praxis ist es tatsächlich, gibt es auch tatsächlich viele, viele Experimente, wo sich herausgestellt hat, dass Quicksort tatsächlich sehr viel schneller ist als beispielsweise Merge Sort. So, das heißt, hier müssen wir eine Aussage treffen, wie wahrscheinlich eigentlich die ganzen Instanzen sind. Also diesen Punkt werden wir jetzt hier nicht weiter durchgehen. Das ist nur der Vollständigkeit halber erwähne ich das. Wir müssen angeben, wie wahrscheinlich die einzelnen Instanzen sind. Das hängt durchaus von der Anwendungssituation ab. Ich hatte das kurz schon mal thematisiert. Es gibt viele, viele Anwendungssituationen vom Sortieren, wo die Sequenz, die Sie reinbekommen, um sie zu sortieren, wo die schon so sehr stark vorsortiert ist, wo schon sehr viel, die nicht mehr rein zufällig die Verteilung der einzelnen Elemente in der Sequenz sind, sondern wo schon eine gewisse Tendenz drin ist, dass eine Sortierung da ist, eine gewisse Vorsortierung da ist. Also tendenziell die kleineren Elemente eher am Anfang der Sequenz, statistisch tendenziell die großen Elemente eher gegen Ende der Sequenz, die mittleren in der Mitte und so weiter. Und da hat man natürlich, das ist wieder eine ganz andere Wahrscheinlichkeitsverteilung, wo eben nicht jede mögliche Eingabesequenz gleich wahrscheinlich ist, sondern wo die Sequenzen, die rein zufällig aussehen oder sogar verkehrt rum sortiert sind, extrem unwahrscheinlich sind. Aber das ist, wie gesagt, nur der Vollständigkeit habe. Ich möchte nochmal auf Worst Case und Best Case an dieser Stelle zurückkommen. Wir haben das beim einfachen String Matching durchexerziert. Im schlimmsten Fall ist die asymptotische Komplexität Länge von Groß S mal Länge von Groß T, weil sie in jeder Iteration der großen Schleife immer ein bis zu Anzahl T viele Kandidaten haben können. Im besten Fall ist die asymptotische Komplexität vom einfachen String-Matching-Algorithmus nur Länge von Groß S, weil sie eben nie niemals einen Kandidaten finden. Also das ist ein Beispiel dafür, wo Worst Case und Best Case auseinandergehen. Merge Sort ist ein Beispiel, wo Worst Case und Best Case das gleiche sind. Ja? Wenn Sie sich das angucken, es passiert, egal wie die Eingabesequenz aussieht, Merge Sort macht im Prinzip immer dasselbe. Ja, die Unterschiede, die im Ablauf von Merge Sort so passieren können, abhängig von der Eingabesequenz, wirken sich nicht auf die asymptotische Komplexität aus. So. Das ist jetzt dann. Jetzt kommen die beiden Dinge zusammen. Wir haben zuerst begonnen mit Vergleich von Funktionen, von mathematischen Funktionen, von Funktionen, die irgendwelche nicht negativen reellen Zahlen, also r hoch k, nicht negativer Bereich, auf nicht negative reelle Zahlen abbilden und haben da diese Groß-O-Notation entwickelt, mit hier Groß O, Klein O, Omega, Theta, Klein Omega habe ich jetzt hier vergessen. An dieser Stelle muss ich noch nachtragen bei Gelegenheit. Die es ausdrücken, dass Funktionen durcheinander beschränkt werden können. Dass man sagt, eine Funktion ist in Groß O von F, das heißt, deren Asymptotik ist durch f nach oben beschränkt.
klein o von f war, die Asymptotik der Funktion ist durch f echt nach oben beschränkt. Also die Asymptotik von f ist echt größer. Omega hieß nach unten beschränkt. Klein Omega, muss ich noch nachtragen, hieße genauso wie klein o echt nach unten beschränkt. Theta heißt, die Asymptotik ist identisch zu dieser Funktion. Und das können wir hier anwenden, indem wir sagen, oder wir haben es schon immer wieder angewendet, indem wir sagen, beispielsweise bei Merge, so, nehme ich wieder einfaches String Matching als Beispiel. Im schlimmsten Fall ist die Asymptotik, genau das, was ich eben gesagt habe, im schlimmsten Fall ist die Asymptotik des einfachen String Matching Algorithmus Länge von s multipliziert mit Länge von t. Das ist die Funktion g. Und da können wir Theta angeben, weil wir es genau wissen. Genauso können wir Theta angeben, im besten Fall einfach die Länge von s. Im besten Fall, hatten wir mehrfach gesagt, ist die asymptotische Komplexität vom einfachen String-Matching-Algorithmus gerade die Länge von s. Können wir auch Theta angeben, weil wir es genau wissen. Aber es kommt, und jetzt kommt der Punkt, es kommt häufig vor, dass wir es nicht genau wissen. Dass wir nicht wirklich sagen können, im schlimmsten Fall ist das asymptotisch gleich n Quadrat oder asymptotisch gleich n log n, also in Theta von n Quadrat oder in Theta von n log n, sondern wo wir nur sagen können, na, im schlimmsten Fall ist es auf keinen Fall schlechter als n Quadrat, und dann ist das Einzige, was man angeben kann, ist zu sagen, die asymptotische Komplexität ist in O, groß O von n Quadrat. Oder dass man umgekehrt sagen kann, naja, im besten Fall müssen wir uns alle Zeichen im String einmal angucken. Das heißt, auch der beste Fall ist nach unten beschränkbar, nach unten abschätzbar durch die Länge des Strings. Das ist, wie gesagt, das Rüstzeug, und wir werden immer wieder darauf zurückkommen anhand der lebenden Beispiele. Ich habe mich bemüht, möglichst die bisher betrachteten Beispiele einzubeziehen, um Ihnen das Rüstzeug nahe zu bringen. Ich werde das natürlich weiterhin bei den weiteren lebenden Beispielen, zu denen wir noch im Laufe des Semesters kommen werden, immer wieder darauf zurückkommen, darauf zu sprechen kommen. Und im Übungsbetrieb werden Sie das natürlich auch einüben. Und selbstverständlich wird Ihnen das in der einen oder anderen Form in der Klausur wieder begegnen. So, hier nochmal zur Klarstellung. Wenn wir die asymptotische Komplexität eines Algorithmus analysieren, was heißt das? Wir gucken uns an, welcher Fall uns interessiert. Meistens ist es der schlimmste Fall, ja, wir wollen vorsichtig sein. Wir wollen wissen, was uns im schlimmsten Fall an asymptotischer Komplexität blühen kann, wenn wir einen Algorithmus anwenden. Zuweilen interessiert uns auch der beste Fall, also was kann optimistisch, was kann uns am besten passieren, aber natürlich deutlich seltener. Für die Praxis ist sehr häufig auch der Durchschnittsfall interessant, aber da hört es sehr schnell auf mit der mathematischen Analysierbarkeit, deshalb wird das hier kein prominentes Thema sein in der AOD, sondern ich habe es, wie gesagt, nur der Vollständigkeit erwähnt. Also wir sagen, was interessiert uns eigentlich? Der schlechteste Fall, der beste Fall oder irgendeine Art von Durchschnittsfall? Und wir müssen natürlich auch sagen, was interessiert uns? Eigentlich interessiert uns natürlich am ehesten immer das Theta. Wir wollen wissen, welche Funktion beschreibt denn die Asymptotik des Algorithmus? Aber wie ich sagte, das kann man nicht immer genau eingrenzen, und deshalb wird man dann eben häufig sagen müssen, naja, schlimmer als das und das würde es jedenfalls nicht kommen. Schlimmer als n Quadrat würde es auf keinen Fall kommen oder so, solche Sachen. Oder besser als n log n würde es nicht kommen.
So, diesen letzten Satz hatte ich vor kurzem noch mal hinzugefügt, um das noch mal genau klar heraus, also den ganzen Absatz habe ich noch mal vor kurzem erst hinzugefügt, weil sich in der Vorbereitung zur AOD doch herausgestellt hat, dass da auch unter Tutoren eine ganze Menge Konfusion noch geherrscht hat. Um das noch mal genau und klar zu machen, das sind zwei verschiedene Dinge. Also wer das Ganze nicht richtig verdaut hat, wer dieses ganze Thema nicht richtig verdaut hat, der könnte auf die Idee kommen, und das ist durchaus schon vielen Leuten passiert, der könnte auf die Idee kommen zu sagen, Worst Case, das ist O von, Best Case, das ist Omega von. Ja, ist ja irgendwie so ähnlich. O nach oben beschränkt, wieder Worst Case nach oben, obere Schranke, Omega nach unten beschränkt, Best Case ist auch unten. Das Beste, was einem passieren kann, nach unten beschränkt die Laufzeit. Ist aber nicht korrekt, diese verkürzte Denkweise. Wir haben es, es ist entscheidend wichtig fürs Verständnis, dass Sie auseinanderhalten, dass einerseits der Fall, um den es geht, Worst, Best, Best oder Average, und andererseits die Funktionenklasse, ups, sorry, ich wollte jetzt eigentlich nicht da drauf drücken. Okay, die gute Nachricht ist, dass das WLAN hier funktioniert, worauf ich mich nicht verlasse. Deshalb habe ich die Sachen immer schon vorher reingeladen. Die Funktionenklasse ist eben was anderes. O, Omega, Theta und so weiter ist was anderes als der Fall. So, Sie haben jetzt im Nachgang dann mit Übungsmaterial und mit dem, was ich weiter in der Vorlesung dann dazu erzählen werde, eine Menge Gelegenheit, das dann so nach und nach zu verdauen. Diejenigen von Ihnen, die so wie ich seinerzeit nicht in der Lage sind, das sofort zu verdauen. So, ich möchte damit also mit dem Konzept asymptotische Komplexität, damit sind wir jetzt zu Ende. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Algorithmen und Korrektheit zu sprechen kommen. Da ist noch ein Punkt dabei, den wir noch nicht betrachtet haben. Ganz zum Schluss. Na. Induktion, Vollständiginduktion zur Berechnung der, zum Beweis der Invariante im Falle von Rekursion. Ich möchte dazu noch mal auf zwei Algorithmen zu sprechen kommen, die Sie kennen. Das eine ist Merge Sort. Zur Erinnerung, wie sieht das nochmal aus? Zerlegen. Rekursiv Merge Sort auf die beiden Teilsequenzen aufrufen. Anwenden. Ja, einmal die erste Teilsequenz, einmal die zweite Teilsequenz. So, Stopp hier an dieser Stelle. Der entscheidende Punkt hier, darauf bin ich herumgeritten seinerzeit, als wir das betrachtet haben. Wir gehen blindlings davon aus, dass Merge Sort die beiden Teilsequenzen korrekt sortiert hat. Diese beiden Teilsequenzen, die Längen 4. Was ist die Logik dahinter? Das ist die Logik der vollständigen Induktion. Eine vollständige Induktion braucht immer eine ganze Zahl, eine als Variable, die Induktionsvariable, über die die vollständige Induktion geht. Das kennen Sie aus der Mathematik mit Summenformeln. Eine Summe in n, Summe aller n, i hoch 3 von i gleich 0 bis n oder solche Sachen, ist gleich der und der Ausdruck in n. Da ist n die Induktionsvariable. Was ist hier die Induktionsvariable, um hier eine vollständige Induktion drauf aufzubauen, mit der man beweisen kann, dass Merge Sort korrekt läuft, dass das Ergebnis korrekt ist? Die Induktionsvariable ist einfach die Länge der Sequenz. So, wie funktioniert jetzt Induktion, vollständige Induktion? Wir brauchen einen Induktionsanfang und wir brauchen einen Induktionsschritt. Es ist immer dasselbe. Induktionsanfang ist hier Länge der Sequenz, die zu sortieren ist, ist die Induktionsvariable.
Der Induktionsanfang ist der Fall, das ist auch nichts Neues, darauf bin ich auch herumgeritten. Der Induktionsanfang ist der Fall, dass die zu sortierende Sequenz einelementig ist. Ja? Sie können sich das jetzt hier vielleicht dieses Bild weiter vorstellen. Achtersequenz zerlegt in Vierersequenz, zwei Vierersequenzen, jeweils zerlegt in Zweiersequenzen, jeweils zerlegt in Einersequenzen. Und wenn nicht zufällig, wie hier in dem Beispiel, die Länge der Ausgangssequenz einer Zweierpotenz ist, sondern irgendwas anderes, dann ist das halt so ein bisschen nicht ganz hundertprozentig symmetrisch, das Bild. Aber es kommt immer überall auf einer Sequenzen hinaus als Ende. Die braucht man nicht mehr zu sortieren. Eine Einersequenz ist sortiert. Sie können machen, was Sie wollen, die ist sortiert. Also ein guter Induktionsanfang zu sagen, okay, für unsere Induktionsvariable Länge der Sequenz gleich 1 ist nichts zu zeigen. Die Sequenz ist sortiert, also hat der Algorithmus auch nichts zu machen. Wenn der Algorithmus für eine Länge, für eine Sequenz der Länge 1 nichts macht, dann ist er an diesem Punkt korrekt. Induktionsschritt. Der Induktionsschritt basiert auf der Induktionshypothese. Ja, wir gehen davon aus, wir wollen jetzt für eine beliebige Zahl n, für einen beliebigen Wert größer 1 für die Länge der Liste, der Sequenz, wollen wir beweisen, dass der Algorithmus dafür korrekt läuft. Das ist der Induktionsschritt. So wie Sie eben bei einer Summenformel für einen beliebigen, aber festgehaltenen Wert n beweisen wollen, dass die Summenformel korrekt ist. Induktionshypothese ist, die Aussage, die Sie beweisen wollen, stimmt für alle Zahlen kleiner als diesem n. Und das ist der Punkt jetzt, warum ich gesagt habe, vertrauen Sie blindlings darauf, dass Merge-Sort rekursiv richtig funktioniert. Denn die Induktionshypothese sagt uns, dass wenn wir für die Sequenz, eine Sequenz der Länge 8 beweisen wollen, dass Merge-Sort korrekt funktioniert, dann können wir nach dem Prinzip der vollständigen Induktion blindlings voraussetzen, für alle Sequenzen mit weniger als 8 Elementen funktioniert der Algorithmus korrekt. Wir können das deshalb voraussetzen, weil wir eben nicht nur für den Fall Länge gleich 8 den Korrektheitsbeweis führen, sondern für jeder beliebige, dieser Induktionsschritt, den wenden wir eben für beliebiges n, beliebiges aber festgehaltenes n an. Das heißt, in dem Moment, wenn wir es für 8 beweisen, beweisen wir es auch für die Länge 4 und für jede andere Länge auch. Sodass wir also nur noch, Induktionsschritt ist nur noch, Induktionsvoraussetzung ist, dass nach Anwendung von Merge Sort die beiden Teilergebnisse so aussehen und der Induktionsschritt besteht dann eben darin, jetzt gehe ich nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung durch, dass dieses Verwursteln der beiden Teilsequenzen in eine Gesamtsequenz, dass das korrekt ist. Das ist dann der Induktionsschritt. Unter der Annahme, dass die beiden Teilsequenzen korrekt sortiert sind, ist mit dieser Prozedur Merge dafür gesorgt, dass die Gesamtsequenz korrekt ist. Und das gilt in diesen Folien natürlich nur für das Beispiel der Länge 8, gilt das auf diesen Folien nur für dieses eine Beispiel. Im Allgemeinen gilt es natürlich für beliebige Sequenzen einer beliebigen Länge n. Das ist etwas, was Sie verdauen müssen, dass vollständige Induktion nicht ein Beweismittel ist, um Summenformeln zu beweisen, das natürlich auch, sondern viel, viel mehr als das. Vollständige Induktion ist in der Informatik grundsätzlich notwendig. Also irgendeinen Code in irgendeiner Programmiersprache, irgendeinen Quelltext in irgendeiner Programmiersprache, wenn der nicht trivial ist, dann enthält er Schleifen oder Rekursionen. Eins von beiden mindestens. Ja, alles andere, also Go-To will ich jetzt mal ausschließen. Aber letztendlich kommen wir bei Go-To zu derselben Situation. Ja, wir reden bei höheren Programmiersprachen von Schleifen und Rekursionen. Und die einzige Möglichkeit,
um einzusehen, dass so eine Schleife, der sie die Korrektheit nicht unmittelbar ansehen, oder eine Rekursion, der sie die Korrektheit nicht unmittelbar ansehen, um wirklich festzustellen, ja, dass diese Schleife, diese Rekursion ist korrekt. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, in Begriffen von vollständiger Induktion das Ganze sich zu denken, sich zu überlegen, was ist die Invariante, was ist der Induktionsanfang, was ist der Induktionsschritt, was passiert denn da, Induktionsanfang heißt, wie müssen die Daten initialisiert werden vor der Schleife, Induktionsschritt ist, was muss in einer Iteration passieren. Und wenn Sie irgendwie versuchen, über Schleifen oder Rekursion, über den Korrektheit nachzudenken, dann werden Sie immer im Prinzip in vollständige Induktion denken, egal ob Sie sich das klar machen oder nicht. Und es ist sehr, sehr sinnvoll, dass Sie sich das klar machen. Es ist sehr, sehr sinnvoll, dass Sie sauber über die Korrektheit Ihrer Schleife oder Ihrer Rekursion nachdenken und nicht so halb unbewusst darüber nachdenken, dass Sie sich bewusst machen, was muss ich eigentlich verstehen, was muss ich eigentlich einsehen, um sicher zu sein, dass diese komplizierte Schleife, die ich da gebastelt habe oder die jemand anders gebastelt hat, dass die tatsächlich korrekt ist. Und das heißt, Invariante herausarbeiten, und die Invariante ist die Induktionshypothese, ist die Induktionsbehauptung, die mit der vollständigen Induktion zu beweisen ist. So, warum ich jetzt an dieser Stelle darauf nochmal zu sprechen komme, ist, Merge Sort ist ein Fall. Hier ist die Induktionsbehauptung, die zu beweisen ist, mit vollständigen Induktion einfach. Nach Anwendung von Merge Sort ist das Ergebnis, was rauskommt, korrekt, ist diese Sequenz korrekt sortiert. Es ist dieselbe Sequenz, dieselben Werte, die ich reingegeben habe, nur in anderer Reihenfolge, nämlich in sortierter Reihenfolge. Aber diese Logik funktioniert nicht bei allen Rekursionen. Und ein anderes Beispiel, wo das nicht so funktioniert, haben wir schon gesehen. Nämlich bei binärer Suche. Ich muss da ein bisschen zurückgehen. Binäre Suche. Nochmal zur Erinnerung, wie funktioniert das? Andere Situation, andere Problemstellung. Wir wollen, gegeben ist ein Array, von dem wir annehmen dürfen, wir setzen voraus, dass dieses Array sortiert ist. Dass die Elemente aufsteigend in diesem Array sortiert sind. So wie in diesem Array, wie Sie das da finden. Und Sie wollen einen Wert finden, zum Beispiel die 67, die Sie da hinten, hier hinten schon sehen. Der Algorithmus sieht das natürlich nicht so, wie Sie jetzt hier. So, wie funktioniert binäre Suche? Nochmal zur Erinnerung. Sie fangen an, Sie setzen zwei Marken, eine Marke links und eine Marke rechts, und Sie fangen an, schrittweise einzugrenzen. Entweder setzen Sie die linke Marke in die Mitte, wenn Sie sich sicher sein können, dass hier in diesem so ausgegrauten Bereich die 67 nicht sein kann. Oder Sie setzen den rechten Marker auf die Mitte des Restintervalls. Ja, hier ist das Restintervall. Setzen die rechten Marker auf die Mitte dieses Restintervalls, wenn Sie sich sicher sein können, dass in diesem ausgegrauten Bereich die 67 nicht drin sein kann. Und so weiter und so fort. So, und irgendwann ist die 67 so weit eingegrenzt, dass sie dann natürlich finden. Ich habe das Beispiel so gewählt, dass Sie wirklich bis ganz zum bitteren Ende gehen müssen, bis wirklich die beiden Marker die 67 eingegrenzt haben, bevor die 67 gefunden wird. Natürlich kann es auch, wenn ich einen anderen Wert hätte suchen lassen, also zum Beispiel, wenn ich die 43 hätte suchen lassen, in diesem Beispiel, dann wäre sofort beim allerersten Schritt dieser Wert gefunden worden. So, was ist hier die Induktions-, was ist die zu, die eine sinnvolle Induktionsbehauptung in Variante des Algorithmus, mit der man einsehen kann, dass der Algorithmus korrekt läuft?
Die sinnvolle Induktionsbehauptung, mit der man das durchkriegt, oder eine sollte ich sagen, es gibt vielleicht mehrere verschiedene Möglichkeiten, hier einen Induktionsbeweis zu führen, das weiß ich nicht, ich vermute mal nicht, aber ich weiß es nicht wirklich. Eine Möglichkeit ist folgende: Wenn folgende Aussage, die in diesem Bild auf jeden Fall schon mal stimmt. Wenn das gesuchte Element, die 67, überhaupt irgendwo in dem Array ist, dann ist dieses gesuchte Element tatsächlich auch in dem Bereich, der durch die beiden Marker begrenzt wird. Das gilt hier jetzt am Anfang trivialerweise. Trivialerweise ist gut, könnte ein guter Induktionsanfang sein. So, und wir machen die Unterscheidung, wir gucken uns in diesem Schritt die 43 an und stellen fest, die 43 ist kleiner als die 67, also können wir den linken Marker problemlos hier hinsetzen. Und die Invariante ist weiterhin erfüllt. Wenn überhaupt die 67, das gesuchte Element, im Array drin ist, dann ist es in dem nicht ausgegrauten Bereich, nämlich in dem Bereich, der durch die beiden Marker begrenzt wird. Und diese Invariante wird durchgehalten durch den Algorithmus. Die gilt immer weiter bis zum bitteren Ende. Ist also eine sehr sinnvolle Invariante. Wenn die 67 überhaupt drin ist, dann ist sie zwischen linken und rechten Marker. Und wie sieht da jetzt die vollständige Induktion aus? Naja, hatte ich schon mal gesagt, diese Situation ist doch ein wunderbarer Induktionsanfang. Denn wenn ich den linken Marker nach ganz links setze und den rechten Marker nach ganz rechts setze, das heißt also, dass das gesamte Array zwischen dem linken und dem rechten Marker sind, dann ist es trivialerweise tatsächlich so, dass die beiden, dass die Invariante erfüllt ist. Wenn sie überhaupt im Array ist, dann ist sie in dem durch die Marker begrenzten Bereich. Der durch Marker begrenzte Bereich ist das gesamte Array, ist also eine Tautologie, die Aussage. Und schrittweise wird die Invariante weiter beibehalten. Also was Sie hier sehen, ist der Induktionsschritt in jeder Fortschaltung des Bildes. Immer wieder der Induktionsschritt. Und was ist die? Das heißt also, das ist sinnvoll, dass Sie im Verlauf des Algorithmus immer, dass Sie das als Induktionsschritt betrachten. Und wenn das jetzt eine Rekursion ist, wenn Sie jetzt auf oberster Ebene mit den Parametern minus 1 und 20 Ihre rekursive Routine aufrufen, jetzt darin wieder rekursiv mit den Parameterwerten 29 und darin wieder rekursiv mit den Parametern 49 und so weiter. Was ist dann für die, also wir haben die Induktion, die vollständige Induktion schon. Was wir noch nicht geklärt haben, ist, was ist eigentlich die Induktionsvariable, über die wir diese vollständige Induktion führen. Und die Induktionsvariable, über die wir diese vollständige Induktion führen, die einzige, die mir einfällt, und ich denke, das ist auch eine gut gangbare, ist einfach die Rekursionstiefe. Ja? Die Rekursionstiefe ist, wenn Sie jetzt hier mit Rekursion aufrufen, das ist an der obersten Stufe im Rekursionsbaum. Eine Stufe tiefer, noch eine Stufe tiefer, noch eine Stufe tiefer, noch eine Stufe tiefer und so weiter. Und damit haben Sie die wenn Sie die Tiefe des rekursiven Aufrufs im Rekursionsbaum, wenn Sie das als Induktionsvariable hernehmen, dann haben Sie da eine in sich schlüssige, vollständige Induktion. Und genau diese beiden Fälle werden hier noch einmal betrachtet. Es gibt zwei Möglichkeiten, in einem gewissen Sinne einander entgegengesetzte Möglichkeiten, um die Induktion zu definieren. Entweder, was wir jetzt beim letzten Beispiel gesehen haben, das steht schon, Beispiel binäre Suche, also Sie finden auch die binäre Suche im Wiki.
nämlich die Tiefe des rekursiven Aufrufs, den Sie betrachten, ist die Induktionsvariable, und Merge-Sort und Quicksort sind Beispiele für die andere Situation, dass Sie irgendeine Beschreibung des Inputs als Induktionsvariable hernehmen. Bei Merge-Sort und Quicksort ist es einfach die Länge der Sequenz. So, und damit ist Algorithmen und Korrektheit auch beendet für uns. Gibt es da Fragen? Also es gibt Fragen, aber nicht an mich. Oder doch? Gut, also wie gesagt, Stoff, den man sicherlich erst, den die meisten von Ihnen sicherlich erst verdauen müssen. So, und wie beim letzten Mal versprochen, jetzt geht's wieder weiter mit schönen bunten Bildchen. Ah ja, bunt ist übertrieben, aber schön ist wahrscheinlich auch falsch, aber mit Bildchen. So, wir hatten am Anfang des Semesters uns herumgeschlagen mit linearen Listenstrukturen, mit linearen Strukturen, mit linearen Verzweigungsstrukturen, wo jedes Element aufs nächste Element verweist oder bei doppelt verketteten Listen auch vielleicht auf das Rückelement verweist. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, bei linearen Verzweigungsstrukturen stehen zu bleiben, deshalb ist die Informatik nicht dabei stehen geblieben und deshalb werden wir auch nicht hier dabei stehen bleiben, sondern man kann natürlich auch sagen, ein Element hat nicht einen Nachfolger wie bei der Linked List, sondern zum Beispiel, deshalb das Wort binär, zwei Nachfolger. Wir werden uns das gleich nochmal in Java-Code ansehen, aber zunächst einmal kurz einen ersten Einblick durch Bilder. Also Sie müssen sich vorstellen, dass hier so ähnlich wie bei Linked List nicht nur Zahlen stehen, sondern eben Objekte, die bestehen aus einem Schlüsselwert, der Einfachheit halber einfach ganze Zahlen, können aber natürlich auch beliebige generische Schlüsselwerte sein und haben Verweise auf linken und rechten Nachfolger. So. Ich möchte jetzt einen Wert finden. Ich möchte die 28 finden. Zum Beispiel, weil ich an jeder dieser Zahlen noch eine Information dran habe. Ja, diese Zahlen könnten beispielsweise Matrikelnummern sein. Und an jeder dieser Zahlen hängt da, wo sie hier in diesem Baum drin hängt, noch der Stammdatensatz dran, der zu dieser Matrikelnummer gehört. Also stellen Sie sich vor, als praktisches Beispiel, ich suche hier nicht die 28, sondern ich suche Ihre Matrikelnummer. So, ähnlich wie bei Linked List werden wir so einen Laufzeiger brauchen, den ich auch hier wieder P wie Pointer nenne. Und der guckt sich erst einmal, bei Linked List war es ganz einfach, er guckt sich das erste Element an und wenn das schon das Gesuchte ist, ist er fertig. Dann guckt er sich das zweite Element an und wenn das Gesuchte ist, ist er fertig. Sonst guckt er sich das dritte Element an und so weiter und so fort. Und wenn er irgendwo am Ende angekommen ist, über das letzte Element hinausgelaufen ist, dann ist klar, das gesuchte Element ist nicht in der Liste drin. Hier sieht die Sache etwas anders aus. Guckt sich den ersten Schlüsselwert an, stellt fest, das gesuchte Element 28 ist kleiner als dieser Wert, die 43. Also gehen wir nach links. Warum gehen wir nach links? Ich hatte noch einen wesentlichen Punkt hier nicht angesprochen bisher. Diese ganzen Schlüsselwerte sind in dieser Baumstruktur nicht zufällig angeordnet, sondern wenn Sie genau hinschauen, dann stellen Sie fest, alles, was hier links ist, ist kleiner gleich der 43. In diesem Beispiel gibt es keine Duplikate. In diesem Beispiel sind alle Schlüsselwerte unterschiedlich. Aber generell schließen wir Duplikate nicht aus. Deshalb sage ich nicht, alles, was links ist, ist kleiner 43, sondern ich sage nur, alles, was links ist, ist kleiner gleich 43. Alles, was rechts davon ist, ist entsprechend größer gleich 43, aber das gilt genauso für alle anderen Knoten. Für diesen Knoten, wo die 25 als Schlüsselwert gespeichert ist, gilt, alles, was links davon darunter ist, ist kleiner gleich der 25, alles, was rechts darunter ist, ist größer gleich der 25. Genauso bei der 69, alles links ist kleiner gleich der 69, alles rechts größer gleich der 69 und das gilt für die weiteren Knoten natürlich auch. Hier für die Blätter im Baum
ist, die haben keine Nachfolger, da gibt es natürlich nichts mehr. Es muss ein Knoten nicht zwei Nachfolger haben, so wie dieser oder wie dieser, das ist nicht vorausgesetzt. Es kann auch so aussehen, so wie hier, wo eben nur gilt, links ist alles kleiner gleich der 11 und rechts ist trivialerweise alles größer gleich der 11. Oder anders gesagt, es gibt keine Schlüsselwerte hier rechts unten von der 11, die der Anforderung widersprechen, dass alles größer gleich 11 sein soll. Und deshalb können, und weil das so angeordnet ist, können wir ganz einfach sagen, okay, wenn 28 kleiner als die 43 ist, dann können wir diesen rechten Teilbaum vergessen. Denn dort ist alles größer als die, größer gleich der 43. Also können wir mit unserem Laufzeiger 1 in die Richtung nach links gehen, so wie wir in der verzeigerten Liste 1 vorwärts gegangen sind. Was das in Java heißt, wie gesagt, kommen wir noch dazu. Das gucken wir uns nochmal in Java-Code gleich an. Oder nächstes Mal, je nachdem, wie weit wir kommen. So, jetzt dasselbe wieder. Hier steht die 25 drin. 28 ist größer als die 25. Also wissen wir, dass wir alles hier vergessen können, dass wir mit... Jetzt steht der Laufzeiger hier, dass wir den Laufzeiger nach rechts eins weiterschalten können. Hier ebenfalls eins weiter nach links. Was ist hier die Invariante, die uns sagt, dass dieser Algorithmus korrekt ist? Die Invariante ist die, ähnlich zur binären Suche, wenn das zu suchende Element überhaupt drin ist, dann ist es auch in dem Teilbaum drin, mit dem Knoten, wo P draufsteht als Wurzel. Ja, das gilt in jedem dieser Fälle. Hier gilt das trivialerweise. Wenn der zu suchende Wert, die 28, überhaupt irgendwo in diesem Suchbaum drin ist, dann ist er auf jeden Fall in dem Teilbaum, auf dessen Wurzel P gerade steht. Das ist am Anfang trivial, weil P auf der Wurzel des Baumes steht. Wunderbarer Induktionsanfang. Der Fall, der trivial ist, ist häufig ideal, ist ein guter Kandidat für den Induktionsanfang. Und dadurch, dass wir uns sicher sein können, weil wir voraussetzen, dass der Suchbaum tatsächlich so eine Verteilung der Schlüsselwerte in den Knoten hat, weil wir sicher sein können, dass hier die 28 nicht sein kann, ist die Invariante beibehalten. Auch jetzt, wo P auf der 25 auf diesem Knoten steht, gilt immer noch, falls 28 drin ist, dann ist es in dem Bereich hier, der mit diesem Knoten beginnt, der von diesem Knoten abhängt. Hier gilt es immer noch. Und hier in der letzten Iteration ist der Knoten gefunden worden. Ist der Schlüsselwert gefunden worden. Ja? Ich habe das Beispiel natürlich auch wieder so gemacht, dass es möglichst lange dauert, dass es möglichst viele Iterationen gibt. Wenn ich stattdessen die 43 gesucht hätte, dann wäre natürlich ganz am Anfang schon das Element gefunden worden. Wenn ich die 25 gesucht hätte, wäre nach einem Schritt das Element schon gefunden worden und so weiter. So, in diesem Beispiel ist jetzt die Situation, was passiert, wenn das Element, das ich suche, tatsächlich momentan da drin gespeichert ist. Jetzt gucken wir uns die Situation an. Dasselbe Beispiel, fast dasselbe Beispiel nochmal. Die 66 habe ich jetzt rausgestrichen aus dem Beispiel, denn jetzt möchte ich die 66 suchen, damit wir hier den Fall sehen können, was passiert, wenn ein Element gesucht wird, das gar nicht in dem Baum drin ist. So. Die 66 ist größer als die 43, das heißt, diesmal geht es von hier vorne ganz oben nicht nach links, sondern nach rechts. Invariante ist erfüllt. Hier drüben können wir uns sicher sein, kann die 66 gar nicht drin sein. Hier geht es nach links. Invariante ist wieder erfüllt. Die 69, hier rechts kann die 66 unmöglich drin sein. 54. Und hier müsste es jetzt für die 66 weiter nach rechts gehen. Weiter nach rechts geht es aber nicht. Das heißt,
ähnlich wie bei der verzweigerten Linked List, bei der linearen Liste, wie ich das eben gesagt habe, bei der linearen Liste, wenn wir über das letzte Element hinausgelaufen sind, dann ist gesichert, dass das gesuchte Element nicht in der Liste drin ist. Genauso hier bei dem Baum. Wenn wir diesen Pfad hinabsteigen und da, wo es jetzt weitergehen soll, um zur 66 zu kommen, gibt es nichts mehr. Wenn wir also sozusagen hier über diese Liste 43, 69, 54 hinausgelaufen sind, können wir auch sicher sein, okay, die 66 ist nicht gefunden, sie ist nicht drin in dem Suchbaum. Auch hier wieder die Invariante. Ja, warum mache ich das so kompliziert, dass ich sage, wenn das gesuchte Element tatsächlich drin ist, dann ist es in dem und dem Bereich. Weil es eben nicht drin sein muss, so wie in diesem Beispiel. Aber auch hier ist die Invariante wichtig. Falls das Element, die 66, drin ist, dann wissen wir, hier ist sie auf keinen Fall drin in der linken Seite, sondern sie ist eben, wenn sie drin ist, dann ist sie auf der rechten Seite. Der Algorithmus weiß ja nicht, ob sie drin ist oder nicht. Deshalb die etwas kompliziertere Formulierung mit diesem Wenn, mit diesem Konditionalsatz. Wenn das gesuchte Element drin ist, dann ist es da und da. So, ich hoffe, dass das einigermaßen anschaulich war. Und wir können jetzt mal in den Code hineinschauen, Java-Code. Wie würde man so einen Baumknoten als in Java modellieren? Man würde sicherlich dazu eine eigene Klasse hernehmen. Also dürfte kaum, ja, es ist möglich, das anders zu modellieren, aber macht, glaube ich, wenig Sinn. Also man würde sicherlich eine eigene Klasse für so einen Baumknoten hernehmen. Auch wieder generisch, wie wir das bei linearen Listen und auch beim Sortierproblem hatten. Das im Beispiel waren das ganze Zahlen als Schlüsselwerte. Aber das muss ja nicht sein. Wir haben wie bei linearen Listen einen Schlüsselwert von dem generischen Typ. Und hier haben wir bei linearen Listen einen Nachfolger, den wir immer Next genannt haben. Und hier haben wir jetzt eben zwei Nachfolger, die wir zur Veranschaulichung links und rechts nennen. Entschuldigung. Die wir stattdessen links und rechts nennen, um diese Anschaulichkeit zu unterstützen, dass das ist das eine, zu den kleineren Werten geht es halt nach links, zu den größeren Werten geht es halt nach rechts. Wir könnten sie auch anders nennen, wir könnten sie Verweis zu den kleineren Werten und Verweis zu den größeren Werten nennen, aber ich glaube, Left und Right hat sich eigentlich so durchgesetzt, ist, glaube ich, auch sinnvoll. So, diese Baumknoten sind natürlich wieder nicht öffentlich sichtbar, sondern man wird das Ganze einpacken in den privaten Teil einer binären Suchbaumklasse, natürlich auch wieder generisch mit demselben Datentyp und als privates Mitglied, als privates Attribut dieser Klasse hätten wir dann einen Verweis auf die Wurzel, so wie wir bei linearen Listen einen Verweis auf das erste Element der Liste hatten. Und auch hier ist es jetzt sinnvoll, noch etwas weiteres zu speichern, denn ich glaube, die Situation hatten wir auch schon mal vergleichbar, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Der Suchbaum soll natürlich generisch sein in dem Sinne, dass da ein beliebiger, nicht nur ein beliebiger Datentyp, sondern auch eine beliebige Vergleichsoperation dieser Verteilung der Schlüsselwerte nach links und nach rechts zugrunde liegt. Aber wenn wir uns einmal für ein Suchbaumobjekt dafür entschieden haben, wie diese Vergleichsoperation aussehen soll, dann können wir davon nicht mehr weg. Ja, wir haben uns einmal entschieden, nach der und der Vergleichsoperation sollen die Schlüsselwerte links und die Schlüsselwerte rechts von dem aktuellen Knoten sein. Und wenn wir jetzt zwischendurch mittendrin die Vergleichsoperation
wechseln, dann kommen nur noch Kraut und Rüben raus. Also vorher festgelegt, für dieses Objekt von Typ Binary Search Tree ist das und das der Datentyp der Schlüsselwerte, also irgendein Datentyp, den wir für T einsetzen, und das ist die Vergleichsoperation. Und wenn wir das von vornherein festlegen, dann bietet es sich an, das als privates Attribut zu speichern und durch den Konstruktor zu initialisieren, so wie Sie das hier unten sehen. Also bei Einrichtung eines binären Suchbaumes wird die Vergleichslogik übergeben in Form eines Comparator und der wird hier drin gespeichert und dann immer verwendet, sodass durch die ganze Lebenszeit dieses Suchbaumobjektes hindurch immer dieselbe Vergleichslogik herrscht, was notwendig ist, sonst gibt es Kraut und Rüben. Natürlich können zwei verschiedene Suchbäume auf demselben Datentyp gleichzeitig existieren, die unterschiedliche Vergleichslogik haben. Dagegen spricht nichts. Die kriegen dann eben in ihrem Konstruktor Komparatoren von unterschiedlichen Klassen. So, und die Methode, die wir jetzt eben gesehen haben, dieser Abstieg, um ein Element zu suchen, die sehen Sie jetzt hier. Eine Methode, die ich wieder Find nenne, die einen Schlüsselwert bekommt, das war in unserem Beispiel die 28 und die 66, und die einen booleschen Wert zurückliefert, nämlich true, genau dann, wenn der übergebene Schlüsselwert tatsächlich in diesem Moment gerade in unserem Suchbaum drin ist. Ja? Wir werden uns dann anschauen, wie bei linearen Listen, natürlich wollen wir auch einfügen und löschen in diesem Suchbaum, so wie bei linearen Listen auch. Das heißt, wir müssen immer sagen, in diesem Moment, wenn Find aufgerufen wird, in diesem Moment ist der Parameter der Methode Find enthalten, ja oder nein. Das ist der Rückgabewert. So, und sehr, sehr parallel zu linearen Listen läuft jetzt der Durchlauf. Also wir richten einen Laufzeiger ein von dem Knotentyp, lassen ihn am Anfang auf die Wurzel des Baumes, die ja hier oben drin gespeichert ist, in dem binären Suchbaumobjekt als Einstiegspunkt für den Baum, lassen diesen Laufzeiger auf die Wurzel zeigen. Ja, ich appelliere nochmal an Ihre Erinnerung, Referenzsemantik, P und Root verweisen beide auf dasselbe Objekt von diesem Typ Binary Search Tree Node von T. Und sehr analog zu linearen Listen laufen wir dann jetzt schrittweise, linear im Baum laufen wir schrittweise runter über einen der möglichen Pfade, bis wir entweder über das Ende hinauslaufen, also dass P dann gleich 0 wird, oder dass wir das Element gefunden haben. Hier dieser Punkt ist noch derselbe wie bei linearen Listen. Wir gucken uns den Schlüsselwert an, wo wir gerade drauf stehen mit unserem Laufzeiger, vergleichen den mit dem Schlüsselwert, der übergeben worden ist. Und wenn die gleich sind, was bei der Methode Compare vom Comparator bedeutet, Compare liefert 0 zurück. Wenn die beiden Schlüsselwerte als gleich anzusehen sind nach der Vergleichslogik, dann liefern wir True zurück. Wir haben das Element gesehen, also brauchen wir nicht mehr weiter zu suchen, sondern wir können die ganze Methode, die Schleife und die ganze Methode abbrechen mit Return und mit True zurückliefern, weil wir das Element gesehen haben. Das ist der Unterschied zu linearen Datenstrukturen. Denn hier müssen wir jetzt die Unterscheidung treffen, ob es nach links oder nach rechts weitergeht. Und wann geht es nach links weiter? Wenn das Element, was wir suchen, kleiner ist, wenn dieses Element, was wir suchen, kleiner ist in der Vergleichslogik als das Element, wo wir gerade sind im Suchbaum, ausgedrückt durch kleiner 0, als Rückgabewert der Methode Compare, dann geht es nach links weiter. Ja, das ist exakt dasselbe, was Sie aus den Listen kennen. P gleich P next hieß das da. Hier heißt es eben P gleich P left oder P gleich P right. Je nachdem, ob es nach links oder nach rechts weitergeht.
Also, wir haben jetzt diesen Fall hier abgehandelt, gleich 0. Beide Schlüsselwerte sind gleich. Wir haben hier diesen Fall abgehandelt und dann sind wir auch rausgegangen. Also in diesem Bereich wissen wir, dass die beiden Schlüsselwerte nicht gleich sind, dass einer größer als der andere ist und müssen nur noch die Fallunterscheidung machen. Ist der eine größer, geht es nach links und ist der andere größer, geht es nach rechts. So, und wenn wir auf die Art und Weise niemals hier hinkommen, dass wir hier ein gleich Null rausbekommen, in keiner einzigen Iteration das jeweils hinbekommen, dann wird irgendwann P gleich Null sein. Die Schleife wird beendet sein ohne ein Return an dieser Stelle. Die Schleife wird beendet sein ohne ein Return. Das heißt also, die nächste Instruktion, die abgearbeitet wird, ist die da. Es wird false zurückgeliefert. Und wie wir das im Beispiel gesehen haben, ist das ja auch tatsächlich korrekt, dass an dieser Stelle false zurückgeliefert wird. Wenn wir über das Ende des Baumes, dort, wo eigentlich das Element zu finden sein müsste, wenn es denn drin wäre, wenn wir darüber hinausgelaufen sind. Das ist die ganze Methode Find und Sie sehen, wenn Sie das nochmal nebeneinander legen, das ist eigentlich dasselbe wie bei linearen Strukturen, nur dass wir hier noch diese Fallunterscheidung zu treffen haben und nicht einfach sagen können P gleich P next, sondern je nachdem entweder P gleich P left oder P gleich P right. So. Gut. Wir werden jetzt dann noch mit Einfügen und Löschen weitergehen. Einfügen ist hier drin. Löschen habe ich, glaube ich, nicht als Code reingeschrieben. Aber erstmal gucken wir uns das natürlich wieder als Bildchen an. Sie wollen jetzt, eben hatten wir in genau diesem Bild, in genau diesem Beispiel die 66 gesucht. Ist nicht drin. Jetzt wollen wir die 66 einfügen. Jetzt sagen wir, okay, das ist unsere Datenhaltung momentan. Das sind gerade die Matrikelnummern, die wir in unserem binären Suchbaum speichern. Jetzt wollen wir eine neue Matrikelnummer, die 66. Ein neuer Studierender kommt, hat sich eingeschrieben, hat die Matrikelnummer 66. Natürlich hat er die nicht, aber so als illustratives Beispiel. Der soll jetzt eingefügt werden. Und, das ist jetzt wichtig, diese Suchbaumeigenschaft, dass für jeden Knoten alles, was links ist, kleiner gleich ist und alles, was rechts ist, größer gleich ist, diese Suchbaumeigenschaft soll natürlich erfüllt bleiben. Ja, denn darauf basiert ja, dass wir später die einzelnen Elemente finden, indem wir nur einen einzigen Pfad runtergehen und nicht den ganzen Baum durchsuchen müssen. Diese Suchbaumeigenschaft muss erfüllt sein. Und wenn Sie sich mal überlegen, wo können Sie in diesem Baum einen Knoten einfügen mit dem Schlüsselwert 66, sodass die Suchbaumeigenschaft erfüllt ist, dann werden Sie sehen, es ist nur eine einzige Stelle da, wo das sein könnte. Nämlich von der 54. Ne, es gibt zwei Stellen, stimmt nicht. Es gibt zwei Stellen, wo es sein könnte. Nee, nein. Kommen wir noch zurück. Es gibt nur eine Stelle, wo es sein könnte, nämlich von der 54 nach rechts. Genau da, wo wir sie im Beispiel eben vergeblich gesucht haben, genau da müssten wir die 66 einführen. Wenn wir die irgendwo anders an einer freien Stelle, wo gerade nichts anderes dran hängt, wenn wir die irgendwo anders anhängen, ist die Suchbaumeigenschaft verletzt. Und damit funktioniert das mit dem Finden, so wie wir das eben gesehen haben, nicht mehr. Ja, wir sehen jetzt eine andere Art von Invariante. Die Invariante eines Objektes. Nämlich, dass diese Suchbaumeigenschaft gilt. Ja, eine kleine Bewusstseinserweiterung steht Ihnen hier bei der Betrachtung von Datenstrukturen noch bevor, nämlich, dass Invarianten nicht nur etwas sind für Schleifen und Rekursion, sondern auch etwas sind für Datenstrukturen. Einfügen und Löschen müssen so implementiert sein, dass die Invariante durchgehalten wird,
dass diese Suchbaumeigenschaft erfüllt ist. Für jeden Knoten gilt, alles, was links davon runtergeht, ist kleiner gleich, alles, was rechts davon runtergeht, ist größer gleich. Das ist die Zielsetzung, die wir beim Einfügen und Löschen mit beachten müssen. Zusätzlich zu der eigentlichen Zielsetzung, nämlich, dass wir einfügen bzw. löschen. So, die drei, wieder dasselbe wie eben. Wir machen jetzt genau dasselbe wie beim Finden. Die 43 ist kleiner als die 66, also wissen wir, die Stelle, wo wir die 66 einfügen müssen, ist hier auf der rechten Seite von der 43. Die 66 ist größer als die, nein, die 66, wie jetzt? Die 69 ist größer als die 66, also muss es hier nach links gehen. Die 54 ist kleiner als die 66. Hier geht es nicht mehr. Normal, wenn da was dran gehangen hätte, wären wir einen Schritt weiter runtergegangen. Ist aber nicht. Dort in diesem Right-Attribut steht 0. Also wissen wir, wir haben jetzt eine freie Stelle, wo wir einen neuen Knoten einhängen können. Und also machen wir das. An dieser freien Stelle hängen wir diesen Knoten ein. Und Sie sehen, das ist genau die Stelle, bei der wir die 66 einhängen können, ohne die Suchbaumeigenschaft zu verletzen, ohne die Invariante zu verletzen. So, das gucken wir uns jetzt auch nochmal als in Java-Code an. Sie sehen, das ist ein bisschen komplizierter als eben. Wir wollen dieses Element einfügen. Ich habe das, na komm schon, hier dieses Element, na, dieses Element, der Parameter von Insert wollen wir einfügen. Ich habe diese Methode jetzt relativ etwas zu einfach gehalten. Also eigentlich müsste man noch irgendwie den Fall behandeln, dass das Element schon drin ist oder was weiß ich. Aber wir lassen ja Duplikate zu, das heißt, wir können einfügen, auch wenn das Element schon drin ist. Also wir können einfach void hier als Rückgabetyp haben. Wir brauchen keine Fallunterscheidung, ob das Element schon drin ist oder nicht, das wir einfügen wollen, denn wir erlauben es, dass wir auch Duplikate einführen. So. Wie bei der linearen Liste, wie wir sie das dort auch gesehen haben, also es ist sicherlich sehr instruktiv, wenn Sie sich den Java-Code ansehen, wirklich parallel zu dem Java-Code, den wir uns für lineare Listen angeschaut haben. Wir müssen, wenn wir einen Schlüsselwert einfügen, dann müssen wir natürlich einen ganzen Baumknoten einfügen. Das heißt, wir müssen diesen Baumknoten erst einmal als Objekt erzeugen. Den nenne ich jetzt LM, habe ich glaube ich da auch LM genannt. Und den Schlüsselwert, den wir einfügen wollen, packen wir eben natürlich in den neuen Knoten hinein. Zur Erinnerung, es ist eine Grundregel bei Java, wenn Sie ein Objekt einrichten, dass die Attribute dieses Objektes, wenn Sie die nicht selber im Konstruktor setzen, dass die alle zu den Nullwerten Ihres jeweiligen Datentyps gesetzt sind, automatisch gesetzt werden. Und das bedeutet bei Left und Right, dass Sie eben den symbolischen Wert 0 haben, dass Sie also auf nichts verweisen. Das heißt, was wir jetzt hier nach diesen zwei Zeilen haben, nach diesen ersten zwei Zeilen, ist ein Baumknoten, der den richtigen Schlüsselwert schon hat und der auf nichts nach links und nach rechts verweist. So, wie bei, völlig analog, wie bei linearen Listen, müssen wir den Fall vorab erledigen, dass der Baum in dem Moment gerade leer ist. Dass da gar keine Wurzel, dass da kein einziges Element drin ist. Das heißt, dass die Wurzel auf 0 selber, Wurzel selber verweist auf 0. Das ist ein einfacher Fall. Nämlich dann ist dieses neue Element die Wurzel. Und das ist auch korrekt, dass Left und Right in diesem Fall 0 sind. Dann besteht dieser Baum eben, vorher war er leer, dann besteht dieser Baum eben hinterher nach diesem Einfügen nur aus diesem einen Element mit dem Schlüsselwert und keine Nachfolger der Wurzel. So. Ansonsten machen wir dasselbe, wie gesagt, wie bei Find, dass wir die dass wir einen Laufindex einrichten und auf die Wurzel verweisen. Und weil wir diesen Fall, dass die Wurzel 0 ist, hier abgefangen haben,
Ups, das ist nicht ganz korrekt, was ich da sehe. Sorry, muss ich dann noch mal. So, dann ist natürlich Schluss mit dem Ganzen, versteht sich. So. Jetzt wissen wir an dieser Stelle, ab hier wissen wir, dass das p hier, die Wurzel ist nicht 0, also p verweist nicht auf 0. Das ist deshalb wichtig, weil sonst würde ja hier in dieser Zeile, bei dieser Auswertung, wenn ich hier p den Schlüsselwert von p anspreche, gäbe es eine Null-Pointer-Exception sonst. Aber weil wir den Fall, dass der Baum momentan leer ist, dass Root 0 ist, weil wir den Fall vorher abgehandelt haben, können wir hier blindlings davon ausgehen, dass p von Punkt Key, dass das keine Null-Pointer-Exception werfen wird. So. Jetzt gehen wir hier durch. Wenn diese Abfrage hier ist, besagt einfach, dass wir die richtige Stelle zum Einfügen eher links von dem aktuellen Knoten, auf den p verweist, suchen sollten. So. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder links ist nichts mehr, das heißt, wir haben eine freie Stelle gefunden. Und dann, wenn wir dort eine freie Stelle gefunden haben, dann packen wir das Element dahin und sind fertig. Wir haben das Element eingeführt. Und wenn links doch noch was ist, wenn also das nicht stimmt, dann sind wir im Else-Teil. Links ist noch ein Knoten, dann müssen wir eben noch einen Schritt weiter hinabsteigen. Und sind mit dieser Iteration fertig. Oder die freie Stelle eher auf der rechten Seite vom aktuellen Knoten zu finden ist, machen wir exakt dasselbe. Ja, wenn Sie das vergleichen, diesen Teil mit diesem Teil machen wir exakt dasselbe auf der rechten Seite. Da wir Duplikate zulassen, müssen wir uns entscheiden, wenn das Element, das wir einfügen wollen, gleich dem Schlüsselwert ist, auf dem wir gerade stehen, ob wir das dann eher nach links oder nach rechts einfügen wollen. Das ist Jacke wie Hose. Ich habe mich hier durch das kleiner Gleich dazu entschieden, zu sagen, okay, das Element, wenn ein Element schon mal dasselbe ist, wie da, wo wir das Element, das wir einfügen wollen, genau derselbe Schlüsselwert ist, wie der, wo wir gerade stehen, dann soll er halt links eingefügt werden, weiter unten im Baum. Wenn ich hier kleiner geschrieben hätte, dann hätte ich die Entscheidung getroffen, dass er dann halt eher ein Duplikat eben eher rechts im Baum einzufügen ist. So. Und das ist das Ganze, das ist die ganze Methode zum Einfügen von Elementen. Mehr ist an dieser Stelle, um ein Element einzufügen, nicht zu tun. Beim nächsten Mal werden wir uns dann anschauen, wie es mit dem Löschen von Elementen ausgeht. Wir werden feststellen, dass das doch ein wenig komplizierter wird. Aber das, wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute wünsche ich Ihnen dann noch, trotz der Unausgeschlafenheit, die Sie vermutlich mitgebracht haben für diesen frühen Termin, wünsche ich Ihnen dann noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.